Guten Morgen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder rund um Aulitzki Exhaust. Wir haben langersehnt E92 M3. Wir haben die Klappenabgasanlage fertig. Sind jetzt auch schon echt müsste das Auto jetzt vom Kunden weg gewesen sein. Danke nochmal an der Stelle für den Kunden, der uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Das war echt eine harte Zeit, glaube ich, für ihn, dass das Auto so lange da war, weil eigentlich war es nicht so lange geplant. Aber er ist auf jeden Fall fertig. Die Anlage ist drunter. Aulitzki Exhaust mit Klappen, elektronisch gesteuert, mit Genehmigung, TÜV ist alles durch. War eine Wahnsinnsarbeit, bis wir jetzt mal so weit waren. Klingen tut es auf jeden Fall pervers. Die Aufnahme kommt jetzt dann gleich. Wir schauen uns jetzt mal noch kurz die Abgasanlage an. Die ist leider schon drunter. Das Fahrzeug war in der Entwicklung, wurde komplett alles in der Entwicklung gemacht. Haben quasi die ganzen TÜV-Sachen, das ganze Entwickeln, das ganze Schweißen, das Bauen, alles durchgeführt. Und wir schauen uns jetzt einfach heute nochmal an, wie da unten die Anlage aussieht. Ist halt der erste Prototyp mal wieder. Die Nachfolger werden noch ein paar Kleinigkeiten hübscher gemacht, sag ich mal. Aber auf jeden Fall eine klasse Anlage. Wir werden jetzt dann gleich noch, wenn das Auto auf der Bühne steht, Bremsflüssigkeitswechsel machen, TÜV und AU, ein paar Standlichtbirnen sind kaputt. Und so Kleinigkeiten, das machen wir jetzt gleich noch mit. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, filmen wir noch kurz ein paar Kleinigkeiten einfach mit drüber und zeigen euch das noch schnell. Und ja, ehrlich gesagt, gucken wir uns mal die Anlage an und danach geht es dann zum Soundcheck. Ja, also wir mal sehen können, sehen wir nichts. Hier ist der Topf. Eigentlich gewohnte Optik. Wir haben ja drei verschiedene Topfoptiken, kann man sagen, für ein paar verschiedene Autos. Also ein Topf geht für mehrere Fahrzeuge, was wir mal benutzen, je nachdem, was wir halt gerade bauen wollen. Und man sieht, dass die Klappen, also die meisten werden es nicht sehen, aber ich sehe es, dass wir hier andere Klappen nochmal verbaut haben. Wir haben relativ viel mit der TÜV-Genehmigung Probleme gehabt, weil das Fahrzeug 3 Dezibel zu laut war bei geschlossener Klappe und war einfach zu laut. Dann haben wir geguckt, wo liegt das Problem, und tatsächlich haben bei geschlossener Klappe die Klappen immer noch eigentlich zu viel durchgelassen. Dann haben wir uns dafür bessere Klappen nochmal entschieden, die einfach noch mehr abdichten, und dann sind wir durch den TÜV gekommen und halt noch vom Topf her ein paar Änderungen durchgeführt. Da oben dran sitzen dann quasi die Klappen eingebaut. Und der Kabelbaum, wie gewohnt bei den anderen Umbauten, was wir jetzt auch schon gehabt haben, wie beim E46 M3, muss dann komplett nach vorne. Also wenn es interessiert, wie viel Arbeit es ist, so eine Klappensteuerung zu verbauen bei dem Modell, schaut beim E46 M3 rein, da ist auch die Klappenanlage im Channel weiter unten. Da könnt ihr mal reingucken. Auf jeden Fall muss dann hier der komplette Kabelbaum mit verlegt werden, dass das halt komplett TÜV-fähig wird, weil anders geht es einfach nicht mit der EG-Steuerung. Das muss so da rein, sonst haben wir Probleme. Sonst ist es einfach generell zu laut. Nach der Genehmigung macht es halt in gewissen Bereichen auf und zu. So wie es halt sein muss, dass man keinen Ärger bekommt. Aber wenn die Klappe aufgeht, dann ist auf jeden Fall Land unter. Ja, ich hätte gesagt, ich höre auf zu quatschen. Der Kevin macht jetzt noch Bremsflüssigkeitswechsel und der TÜV-Prüfer kommt gleich noch und macht noch die Hauptuntersuchung und alles Mögliche fertig. Ein paar Standlichtbirnen, wie gerade schon gesagt, gibt es noch dazu, die sind kaputt. Und dann gehen wir auf die Bahn und machen Soundcheck. Ey, da passt fast mein Kopf rein, ey. Ich hoffe, du hast es gefilmt, oder? Hallo! Hallo! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh.
trotzdem entspannt fahren. Ne? Ist zwar ein bisschen ungewohnt mit der Klappensteuerung, weil wenn man jetzt da halt so fährt und ein bisschen Gas gibt, hört man halt nichts. Aber sobald man dann aus dem Bereich der Steuerung draußen ist, ist das schon brutal auf jeden Fall. Krasser Sound. Ja, ich bin gespannt, wie man es auf dem Video hört. Weil es ist ja immer irgendwie die Eindrücke, sag ich mal, im Video nicht so geil wie in live. Wenn ihr das Ding mal anhören wollt oder so, ich denke, das wäre wahrscheinlich nicht so das große Problem. Wir haben jetzt schon mehrere Kunden, die schon eine vorbestellt haben bei uns. Weil wir am Anfang nicht mal, also nicht vorhaben, so die große Charge zu machen für die E92 M3. Die Anlage ist geil, die wird auch ein bisschen was kosten leider. Aber dafür ist die Technik, was da mit Klappen und Co. alles drinsteckt und Steuerung und so weiter, ist echt der Hammer. Natürlich wird es auch eine Variante geben für den Export. Also sprich, wenn ihr da Bock drauf habt, sag ich mal, eure Klappe selber zu steuern. Natürlich halt dann ohne Zulassung in dem Sinne, weil die Steuerung ja nicht dann funktioniert, wie es nach der TÜV-Vorgabe ist. Gibt es auch, ist wieder frei wählbar, ist im Preis inbegriffen. Also ihr könnt dann auf jeden Fall auch... Geil, einfach nur geil, pervers, richtig schön. Auf jeden Fall sind wir stehen geblieben. Die Steuerung ist im Preis mit inbegriffen, muss auch mit drin sein. Also wird es auch nicht ohne geben. Ihr könnt dann halt höchstens wählen zwischen Exportvariante und der legalen Variante von der Steuerung. Und ja, dann ist es euch überlassen, was ihr macht. Einbau könnt ihr auch selber machen, wäre auch kein Problem. Also wenn es auch wieder irgendjemand gibt, der die Anlage zugesendet haben will oder eine Werkstatt. Wir haben ja mittlerweile schon echt einige Händler im Aulitzki Exhaust System. Haben sich einige Kunden, die da Bock drauf hatten, das zu vertreiben. Also ja, meldet euch einfach, wenn ihr was braucht. Für Preisanfragen meldet euch einfach per E-Mail oder Telefon bei Marc oder bei mir. Wir wissen da Bescheid. Der mag wahrscheinlich eher wie ich vom Preis, weil der das mal alles macht zurzeit. Aber einfach durchrufen, wenn Fragen sind, meldet euch einfach. Und ja, dann hätte ich jetzt gesagt, ich höre jetzt auf zu babbeln. Jetzt reicht's. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, mega Sound. Muss man einfach mal live gehört haben, dass man das auch, glaube ich, ja, so hört, wie es anhört. Also, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.